Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch 10 Subbücher, die ich ja für den Herbst ausgewählt habe. Also sprich 10 Bücher für den Herbst, 10 Subbücher für den Herbst. Und ja, nach was habe ich das jetzt auch entschieden, dass die in den Herbst passen? Das ist natürlich reine Vermutung, weil sie sind ja noch ungelesen. Das bedeutet, ich bin einfach jetzt mal meine Regale abgegangen und habe gedacht, welches Buch könnte ich mir vorstellen, im Herbst zu lesen? Welches, glaube ich, passt am besten in diese Jahreszeit? Natürlich weiß ich es nicht hundertprozentig, weil ich es, wie gesagt, ja noch nicht gelesen habe. Aber ich habe euch jetzt 10 Bücher mit rausgesucht, die ich persönlich gerne im Herbst lesen würde und halt eben meiner Meinung nach gut in den Herbst passen könnten. Und ich würde sagen, wir starten dann direkt ins Video. Wenn ihr Bücher davon schon kennt, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr ja noch eine Empfehlung aussprechen für irgendeins der Bücher. Vielleicht werde ich dadurch ja ein bisschen motivierter, es zu lesen. Und wenn ihr noch andere Vorschläge habt, welche Bücher man unbedingt im Herbst lesen sollte oder welche Bücher bei euch auf der Want-to-Read-Liste für den Herbst stehen, dann schreibt die Bücher auch gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt mit den Büchern. Das erste Buch, was ich rausgesucht habe von meinem Sub, ist das hier, und zwar Krieger des Lichts. Das ist der erste Band dieser Reihe von Jasmin Romana-Welsch. Und es ist aus dem Sternensand Verlag und ich habe den Verlag letztes Jahr im Herbst in etwa für mich entdeckt und finde den super, super spannend. Und ich möchte mir da auf jeden Fall wesentlich mehr Bücher noch zulegen und anschauen, denn ich habe da letztes Jahr unheimlich viele Bücher entdeckt, die ich spannend finde. Unter anderem, wie gesagt, dieses hier. Und das steht jetzt seitdem hier ungelesen auf meinem Sub. Und ich finde, das passt perfekt in den Herbst. Ich lese euch mal vor, um was es geht. Mia ist 16 und hat diese seltene Gabe. Sie kann Gefühle lesen und jeden Menschen in ihrer Umgebung sofort als Neider oder Lügner entlarven. Was sich nützlich anhört, ist im Alltag eine Bürde. Mia ist eine Einzelgängerin, die mit erschreckender Regelmäßigkeit gegen Straßenlaternen läuft, weil sie sich unter vielen Menschen kaum konzentrieren kann. Als sie sich eines Tages verfolgt fühlt, beginnt eine Verkettung seltsamer Zufälle, die ihr Leben aus der Bahn werfen. Das sind auf einmal dieses Monster und der Junge mit dem Bogen über der Schulter, der für einen Helden viel zu viel flucht. Als am nächsten Tag auch noch der schönste Mann der Welt bei ihr zu Hause auftaucht und sie bittet, auf sein Internat zu wechseln, steht fest, dass bald nichts mehr so sein wird wie früher. Vielleicht gibt es sogar Engel und Dämonen, aber das kann Mia nur herausfinden, wenn sie sich auf ihr Schicksal einlässt und eine Ausbildung zur Wächterin beginnt. Also wir haben hier wieder irgendwie ein Internat, eine Schule, wir haben Engel, wir haben Dämonen, wir haben ein Mädchen, das eine Gabe hat und Leute entlarven kann und sie, ja, also ich finde, das klingt mega spannend. Diese Bücher sind unheimlich dick. Also es gibt insgesamt, wie gesagt, 3 Stück. Das Buch hat jetzt so um die 600 Seiten. Das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Also ich bin super gespannt drauf. Ich will die Reihe unbedingt lesen. Ich finde, die klingt nämlich richtig, richtig spannend. Ich habe nur so ein bisschen Angst, dass mir Mia so ein bisschen zu jung ist, weil ich meine, sie ist 16 und das bedeutet, dass es eher so ja ein richtiges Jugendbuch, so vom Alter her auf jeden Fall. Da ist natürlich immer die Frage, kann ich mich da noch identifizieren mit oder nicht? Aber wenn es gut gemacht ist, im Regelfall schon. Deswegen einfach mal abwarten und Tee trinken. Dann ein Romance-Buch, wo ich vielleicht mich von der Farbe hab leiten lassen. Es ist irgendwie so ein bisschen cremefarben, der Buchschnitt ist braun, keine Ahnung. Aber ich finde tatsächlich, irgendwie hat das was, warum ich das gerne im Herbst lesen wollen würde. Wahrscheinlich passt es gar nicht in den Herbst rein, aber wenn ich habe es jetzt gerade angeguckt und habe gedacht, ja, dich würde ich gerne im Herbst lesen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das Buch nennt sich The Hardest Fall und ist von Ella Mace und ist aus dem Forever Verlag. Es ist schon ein bisschen älter und ich lese euch auch hier mal vor, um was es geht. Wenn man normalerweise das erste Mal jemanden trifft, schaut man ihn in die Augen und nicht in Regionen deutlich weiter südlich. Vielleicht schafft man es auch, 1 bis 2 zusammenhängende Sätze auszusprechen. Normalerweise, aber nicht ich.
Als ich Dylan Reed das erste Mal getroffen habe, habe ich mich hemmungslos blamiert. Als ich ihn das zweite Mal getroffen habe, leider auch. Schlimmer konnte es nicht werden, dachte ich. Denn auf einmal ist der Wide Receiver mit einer guten Aussicht auf die NFL mein neuer Mitbewohner und auf dem besten Weg, mein bester Freund zu werden. Er sagt, er mag meine Eigenarten, meine Vorliebe für Pizza und Filmabende. Wir sind Freunde und ich kann ihm nicht sagen, dass mein Herz jedes Mal zu einem Sprint ansetzt, wenn ich ihn sehe. Mein Name ist Zoe und ich bin auf dem besten Weg, mich zu verlieben. Wir uns ineinander zu verlieben. Viel zu schnell und viel zu heftig. Und ich weiß nicht, irgendwie hat das was, wo ich sage, boah, das will ich im Herbst lesen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das passt da irgendwie rein. Und es ist so eine Friends-to-Lovers-Geschichte irgendwie, oder? Na, weil sie lernen sich kennen, dann werden sie Freunde, dann werden sie Mitbewohner und irgendwie ist da trotzdem mehr. Und ja, darauf habe ich total viel Lust. Dann ein Fantasy-Roman, und zwar der Auftakt einer Reihe, und zwar die Dunkeldorn-Chroniken von Katharina Seck. Und das Buch steht auch schon relativ lange jetzt hier mittlerweile. Ich wollte das am liebsten sofort direkt lesen, kam aber nicht dazu. Und ich finde, jetzt in den Herbst passt das perfekt. Und wie gesagt, ist eine dreiteilige Reihe. Ich habe mittlerweile auch wirklich alle drei Teile hier. Alle 4 Jahre erblüht eine Pflanze, die so schrecklich ist wie schön, der Dunkeldorn. Aus seinem schwarzen Blütenstaub gewinnen Magier die Essenz ihrer Zauberkraft. Doch die Pflanze zu berühren ist tödlich. Das erfährt die junge Opal am eigenen Leib. Ein schreckliches Unglück nimmt ihr fast das Leben und verschlägt sie an eine düstere Universität, wo sie von einem Strudel aus Geheimnissen erfasst wird. Warum hat der Blütenstaub Opal nicht getötet? Was sind die Magier bereit für ihre Kräfte zu opfern? Und welches Interesse hat der berüchtigte wie attraktive Dornenprinz höchstpersönlich an ihr, einer einfachen Plantagenarbeiterin? Irgendwo zwischen den schwarzen Blütenblättern liegen die Antworten darauf, was an jenem Unglückstag wirklich geschah, an dem Opal alles verlor. Ich finde die Idee mit diesen Blüten, mit diesen Dunkeldorn, einem Prinzen und so weiter super spannend. Und wir haben hier auch wieder eine Universität und so weiter und so fort. Und ich finde, das passt einfach perfekt in den Herbst. Ich weiß nicht, alles sowas, so Academy, Universität, Studium, Studentinnenverbindungen, irgendwie so in diese Richtung geht. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich, das passt wie die Faust aufs Auge. Weiter geht's mit Academy, und zwar mit Blackbird Academy von Stella Tuck. Leider ist bisher nur dieses Buch erschienen. Es soll aber eine Reihe werden, auf jeden Fall. Ich habe so viel Gutes über das Buch gehört. Und weil ich finde, dass Academy einfach unheimlich gut in den Herbst passt, habe ich mir dieses Buch jetzt ausgesucht. Es gab es auch in der ersten Auflage mit Farbschnitt. Und ich lese euch vor, um was es geht. Die Blackbird Academy ist ein Ort, der seinesgleichen sucht. Hier werden Exorzisten ausgebildet, deren Aufgabe es ist, die Menschheit von den Dämonen zu beschützen. Als Leaf Young in einem Kerker der Blackbird Academy erwacht, kann sie nicht glauben, was ein attraktiver Kerl namens Falco ihr erklärt. Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen, kurz nachdem dieser ihr einen Dolch ins Herz gerammt hat. Falco ist fasziniert von Leaf. Denn noch nie konnte ein Mensch nach einem Dämonenangriff die Kontrolle behalten, ohne den Verstand zu verlieren. Und so macht die Academy ihr ein Angebot. Wenn sie sich zur Exorzistin ausbilden lässt, bekommt sie ihre Freiheit zurück. Falco soll sie trainieren, doch was er nicht ahnt, Leaf hört in ihrem Kopf eine verführerische Stimme. Und diese ist nicht menschlich. Ja, das klingt so cool. Dämonen Academy, hallo. Exorzisten, hallo. Hallo. Also wenn das nicht in den Herbst passt, dann weiß ich auch nicht. Also ich finde, das klingt so, so cool. Hier steht auch drauf, der TikTok-Trend Dark Academia trifft auf fesselnde Romantasy. Und genau das erwarte ich mir ehrlicherweise auch davon. Und ich habe voll viel Bock drauf. Also wow, ich kann es kaum erwarten. Dann ein Romance-Titel, und zwar Sandcastle Ruins von Vivian Summer. Ich glaube tatsächlich, dass das null mit dem Herbst zu tun hat. So null. Ich lese euch gleich den Klappentext vor und ich habe ihn mir vorher auch nicht durchgelesen. Es war wirklich eine reine Bauchentscheidung jetzt auch wieder hier bei dem Buch.
Ich bin dran vorbeigelaufen und habe mir gedacht, boah ja, irgendwie will ich dich im Herbst lesen. Irgendwie hast du für mich Herbst-Vibes. Das kann jetzt stimmen, das kann auch nicht stimmen. Ne? Aber es ist halt oftmals auch einfach so eine Bauchgefühlentscheidung, was man irgendwie in welcher Jahreszeit lesen möchte. Nie wieder wird sie Connor Quinn in ihr Leben lassen. Das hat Kit sich geschworen, als ihr ehemals bester Freund ihr vor 4 Jahren das Herz brach und ihre Heimatstadt ohne ein Wort des Abschieds den Rücken kehrte. Doch jetzt ist er zurück, an der Westside University, zurück in den Ruinen ihrer Vergangenheit. Und als Kit plötzlich auf seine Hilfe angewiesen ist, verlangt Connor im Gegenzug das Unmögliche von ihr. Um zu beweisen, dass er bereit ist, das Erbe seines millionenschweren Familienunternehmens anzutreten, soll Kit seine Freundin spielen. Dass sie sich dabei so nahe kommen wie nie zuvor, war allerdings nicht Teil des Deals. Und ich weiß nicht, also ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht ist es auch wirklich nur rein vom Cover her, dass dieses Buch irgendwie doch irgendwie düsterer ist. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, hat mich das jetzt angelacht und deswegen ist es mit zu diesen Herbstbüchern gewandert. Ich finde, Nevernight passt so vom Klappentext her auch perfekt in den Herbst. Das ist von Trey Kristoff. Das ist jetzt der erste Band einer dreiteiligen Reihe. Und ich lese euch vor, um was es geht. Mia Korf ist ein Kind der Schatten und sie kennt nur ein einziges Ziel. Rache an den Männern zu üben, die ihre Familie zerstört haben. Ihre Feinde sind die mächtigsten des Reiches. Ein General, ein Konsul und ein Kardinal. Doch Mia ist zu allem entschlossen. Sie macht sich auf den Weg zur Enklave der Roten Kirche, einen geheimen Assassinenorden, um die Kunst des Tötens zu erlernen. Und Rache, Assassinen, ich weiß nicht. Also irgendwie, für mich schreit das auch einfach nur durch und durch Herbst. Und ja, die Reihe soll wirklich sehr düster und sehr brutal sein und ich habe da drauf total Bock. Ich habe die Bücher schon echt lange im Regal stehen und ich finde Jay Kristoff wirklich einen coolen Autor. Also ich habe bis jetzt schon ein paar Bücher von dem gelesen. Zwar mit Amy Kaufman zusammen hat er da Bücher geschrieben, die habe ich gelesen und noch nichts von ihm alleine, aber ich will es unbedingt herausfinden und ich will unbedingt herausfinden, ja, ob er alleine auch mich irgendwie erreichen kann und die Bücher mich überzeugen. Und deswegen, ja, ist das jetzt auf jeden Fall auch mit in diesem Video. Dann kommen wir zu diesem Buch hier, Ein Fluch so ewig und kalt von Bridget Camara. Das ist auch der Auftakt einer dreiteiligen Reihe und ich lese euch auch hier erstmal vor, um was es geht. Ren, der junge Herrscher von Emberfall, ist reich und schön und einem furchtbaren Fluch unterworfen. Nur ein Mädchen, das ihn aufrichtig liebt, kann ihn erlösen. Sonst muss er sterben. Dann fällt Rens Wahl ausgerechnet auf Harper, die in den dunkelsten Ecken Washingtons zu Hause ist und auf keinen Märchenprinzen gewartet hat. Ren lässt sie in sein Schloss entführen, von dem Harper sofort zu fliehen versucht. Nach großer Liebe sieht das nicht aus, bis Harper den wahren Ren erkennt und sein tödliches Geheimnis erfährt. Doch ist sie stark genug, ihn zu erlösen. Und irgendwie, weiß schon, so Schloss und Prinz und Fluch und ja, Liebe, ich weiß auch nicht, irgendwie das klingt doch so schön, ich weiß nicht. Also diese Reihe soll ja wirklich mega, mega cool sein. Ich habe die jetzt schon mehrfach hier gehabt, wieder aussortiert, wieder da gehabt und so weiter und so fort. Und ich möchte unbedingt mittlerweile wissen, was es damit auf sich hat. Ich muss es einfach lesen, um selber mir eine Meinung bilden zu können. Dann ein historischer Roman. Ich finde, Historik passt auch perfekt irgendwie in diese Herbstzeit. Und zwar habe ich hier die Rebellinnen von Oxford verwegen. Das ist der erste Band von Evie Dunmore. Und wie gesagt, ich persönlich finde einfach, dass so diese historischen, angehauchten Liebesromane perfekt in den Herbst passen. Ähnlich wie Bridgerton, ähnlich wie die Wallflowers etc. pp. Aber die Wallflowers habe ich schon gelesen, sonst hätte ich sie hier mit ins Video reingenommen. Aber dieses Buch ist wie gesagt noch ungelesen auf meinem Sub und deswegen kann ich mir echt sehr gut vorstellen, dass es perfekt in den Herbst passt. Und ich lese euch vor, um was es geht. Annabel Archer ist überglücklich, dass sie als eine der ersten Frauen überhaupt in Oxford studieren darf. Als Gegenleistung für ihr Stipendium soll sie die Frauenbewegung unterstützen. Es gelingt ihr durch ein geschicktes Manöver auf das Landgut des einflussreichen Sebastian eingeladen zu werden. Diesen für ihre Sache zu gewinnen, wäre unbezahlbar. Von Anfang an fliegen die Funken zwischen ihr und dem kühlen Herzog, der fasziniert ist von ihrer Intelligenz und Willenskraft.
Aber für Annabelle wird die Anziehung zu Sebastian zur Zerreißprobe. Denn er steht für alles, wogegen sie kämpft. Und irgendwie klingt das total romantisch. Und ich stehe ja total auf sowas. Ne? Das muss man mögen, ist richtig. Ne? Aber ich persönlich bin davon sehr angetan. Dann ein weiteres Buch aus dem Sternensand Verlag. Und zwar Ada von Miriam Rademacher. Das ist der erste Band dieser Reihe. Und hier hinten steht drauf, und ich glaube, das spricht auch schon für sich und spricht auch, warum ich das Buch ausgewählt habe. Hörst du es? Das Knacken und das Rascheln in der Dunkelheit, das einsetzt, sobald du das Licht gelöscht hast? Rede dir ein, dass es ganz harmlos ist, doch Ada weiß es besser. Denn vor 40 Jahren, als dem Kindermädchen einer ihrer Schützlinge abhanden kam, ist sie ihnen begegnet, den vergessenen Kreaturen, die zwischen den Wänden lauern. Ausgerechnet in dem Haus, in dem das Unglück damals geschah, verschwindet jetzt erneut ein kleiner Junge. Und dieses Mal will Ada bis an ihre Grenzen gehen, um das Kind zu retten. Doch manche Geheimnisse sträuben sich dagegen, gänzlich gelüftet zu werden. Und ich meine, Kreaturen in der Wand, ein verschwundenes Kind. Wow, das klingt doch total mystisch und magisch und geheimnisvoll und düster. Also hallo, ich finde, das passt ja so gut in den Herbst. Also darauf habe ich ja auch voll Bock. Und wie gesagt, Miriam Rademacher hat eine ganz tolle Art zu schreiben, einen ganz tollen Schreibstil und einen ganz, 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 ganz tollen Humor. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch, wo ich euch keinen Klappentext vorlese, weil ich glaube, also erstens will ich den nicht lesen, weil ich mich da blind reinfallen lassen möchte in das Buch. Und zweitens, ich glaube, jeder kennt das Buch schon. Fourth Wing, der erste Band von Rebecca Jarros. Wie gesagt, ich möchte nicht drauf eingehen, ich weiß nur, es geht um Drachen. Mehr weiß ich nicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so eine Fantasy-Reihe, die aktuell jeder liebt, jeder feiert, jeder liest. Und ich will das auch lesen. Ich lasse mir da jetzt noch ein bisschen Zeit, wie gesagt, dass ich so richtig schön im Herbst dieses Buch für mich entdecken kann. Ich bin wirklich unheimlich gespannt, ob ich diesen Hype nachvollziehen kann. Und ob ich da auch mit aufspringe auf den Hype-Train. Ich bin echt gespannt. Ich habe, also, wow, mittlerweile meine Erwartung ist irgendwo hier. Also ich habe so viel Gutes gehört. Ich weiß echt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das Buch meinen Erwartungen jemals gerecht werden kann. Also ich bin wirklich ultimativ gespannt drauf. Und das ist, wie gesagt, das letzte Buch, das ich jetzt rausgesucht habe für 10 Subbücher für den Herbst. Ja, solltet ihr Bücher davon schon kennen und gelesen haben, schreibt sehr gerne eure Meinung dazu, ohne zu spoilern, unten in die Kommentare. Und wenn ihr noch die ultimativen Tipps habt für den Herbst, dann natürlich auch. Und ja, das war es jetzt dann von mir und diesem Video. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und bis bald.